Kommen wir nun zur Rolle der Medien in der Meinungsbildung deliberative Politik, also dem permanenten Konkurrieren öffentlicher Meinungen. Es ist nur schwer von der Hand zu weisen, dass Meinungen eine gewisse Qualität benötigen. Diese Qualität ist vom Produktionsprozess der Meinungsmache abhängig und hat sowohl auf der Input-, der Throughput- als auch der Output-Seite bestimmten Anforderungen zu genügen. Betrachten wir die Flanke des Inputs. Meinungen sind nur dann relevant, wenn deren Macher aus Politik und Medien hinreichend responsiv agieren, das heißt, wenn sie auf die Interessen der Bürgerinnen eingehen. Diese dienen dann als Input der Meinungsmache. Betrachten wir die Flanke des Outputs. Effektiv sind die Meinungen nur dann, wenn sie öffentlich gemacht werden und die Aufmerksamkeit der Bevölkerung im Output wecken. Was geschieht im Throughput? An diesem Ort verdichten sich Meinungen, zunächst in der direkten Begegnung von Mensch zu Mensch, dann am Ort einer öffentlichen Veranstaltung. Die Reichweite dieser Formen ist jedoch beschränkt. Bleiben noch die Massenmedien. Diese haben die Reichweite und Erreichbarkeit der Rezipienten exponentiell erweitert. Welche Rolle spielt hierbei die Digitalisierung? Dieser Frage ist jedoch eine andere voranzustellen. Was benötigen wir eigentlich, um ein funktionsfähiges Massenmedium zu kreieren? Am wesentlichsten gebraucht wird ein gewisses Maß an Professionalität. Das Massenmedium benötigt Journalistinnen, tätige als Autorinnen, Redakteurinnen, Lektorinnen, Managerinnen, die den Throughput lenken und die die Infrastruktur der Öffentlichkeit zu Habermas bilden. Am Output steht die Mediennutzerin mit ihren eigenen Interessen, Aufmerksamkeiten und Bildungshintergrund. Wie lässt sich nun der Einfluss digitaler Medien auf die politische Öffentlichkeit messen? Wir können zunächst eine Zunahme der Nutzung digitaler Medien seit Anfang des 21. Jahrhunderts feststellen. Wie Studien zur Wahlbeteiligung und zur Public Ignorance zeigen, sind seit ca. 20 Jahren Zeichen politischer Regression nur mehr schwer zu übersehen. Ist das nun aber auf den Einfluss digitaler Medien zurückzuführen? Zwei Faktoren wurden zu dieser Fragestellung untersucht. Einmal die Inklusivität der öffentlichen Meinungsbildung, die gut an der Mediennutzung zu messen ist, und zum anderen mal die Rationalität der in der Öffentlichkeit profilierten Meinungen. Die Untersuchung von Rationalität stellt uns vor Probleme, da sie nur schwer in Untersuchungen zu operationalisieren ist. Die Lage ist hier also eher undurchsichtig. Jedoch können durchaus aus den Daten der Mediennutzung, also der Rezeption medialer Angebote, Rückschlüsse auf das Reflexionsniveau der Mediennutzer gezogen werden. Der revolutionäre Charakter der neuen Medien ist mit der Einführung des Buchdrucks vergleichbar, also eine Zäsur der Menschheitsgeschichte. Und in diese werfen wir nur einen kurzen Blick. Zunächst wurde das gesprochene Wort verschriftlicht, ein erster Schritt. Die Worte wurden auf unterschiedliche Materialien mit der Hand geschrieben. Der zweite Schritt erfolgte dann in der Neuzeit mit der Einführung des Buchdrucks. Die Hand war nun nicht mehr notwendig. Nur das Material, meist Papier, verblieb. Aber auch dies hatte zu weichen, und zwar im dritten Schritt. Die Digitalisierung mit ihren binären Codes verwarf das Papier und führte zu einer exponentiellen Zunahme der Kommunikationsströme. Und das für den gesamten Globus, also global. Grenzen werden heute ohne weiteres kommunikativ überschritten. Nennen wir es Entgrenzung in Raum und Zeit. Es kam aber auch zu einer Verdichtung, Ausdifferenzierung und Multiplikation der Kommunikationsflüsse. Kulturelle, aber auch ökonomische Klassenzugehörigkeit kann heute jederzeit überschritten werden.
Ermöglicht wurde dies 1993 durch die Freigabe des World Wide Webs an die Öffentlichkeit. Eine kommunikationstechnologische Entwicklung fand somit ihre Vollendung. War Kommunikation zunächst nur auf Rufweite möglich, gelingt sie nun global. Für die demokratische Öffentlichkeit, die bis heute national-territorial organisiert ist, hatte diese zentrifugale Entgrenzung eine so Habermas ambivalente Sprengkraft. Ambivalent, da das Internet selbstredend viele Vorteile für die politische Bürgerin bietet. Die Welt ist kleiner geworden. Informationen können umgehend gesucht und gefunden werden und unendlich vieles mehr. Jedoch hat die digitale Entwicklung auch Auswirkungen auf die politisch-nationale Öffentlichkeit. Vor allem die Plattform als globaler Kommunikationsraum veränderte die Medienstruktur der Öffentlichkeit. Es fiel weg die Rolle der Journalistinnen. Jede Nutzerin ist nun Autorin. Dem von der Plattform leere Schrifttafeln, so Habermas, angeboten werden, beschrieben, abrufbar auf der ganzen Welt. Die Plattform ist jedoch im Gegensatz zur traditionellen Presse nicht haftbar zu machen. Die Plattform produziert nicht, sie redigiert nicht und delegiert nicht und ist eine Art Verbindungsmaklerin. Auf ihrer Bühne werden Kontakte geknüpft und unvorhersehbare Diskurse angestoßen. Darüber hinaus durchkreuzt sie die klassische Aufteilung von Anbieterin und Rezipientin, Programm und Zuschauerin, Autorin und Leserin. Es müssen keine Leserbriefe mehr geschrieben werden. Ich kann sofort kommentieren, liken, disliken, allem eine Bewertung geben und mit der Produzentin in Kontakt treten. Und nicht nur mit der Produzentin. Auch mit den restlichen Rezipientinnen kann ich Kontakt aufnehmen. Diese Verbindungen überschreiten die vormaligen Grenzlinien zwischen Programm und Zuschauer. Sie sind reziprok und inhaltlich ungeregelt. Es herrscht eine gewisse Gleichberechtigung, die ein altes Versprechen des Global Village erinnert. Dieses große emanzipatorische Versprechen wird heute von den wüsten Geräuschen und fragmentierten, in sich selbst kreisenden Echoräumen übertönt, so Habermas. Gelegentlich sind diese egalitären und basisdemokratischen Klänge noch wahrzunehmen, jedoch werden sie meist überschrien. Jede und oder jeder ist Autorin oder Autor. Das ist ein Effekt. Der Preis aus der Entlassung der redaktionalen Vormundschaft ist ein anderer. Es stellt sich die Frage, ist jede Autorin auch professionell? Der Buchdruck machte alle zu potenziellen Leserinnen. Die Digitalisierung machte alle zu potenziellen Autorinnen. Aber wie lange hat es gedauert, bis alle lesen gelernt hatten, so Habermas? Aber noch etwas Entscheidendes hat sich durch die digitalen Medien geändert. War die Journalistin in einem analogen Zeitalter noch Gatekeeperin, das heißt, sie delegierte Informationen für die Öffentlichkeit in Vorenthaltendes und Weitertransportiertes, so ist das Modell der Gatekeeperin heute in den digitalen Medien erodiert. Für Habermas wirkt das Gatekeeperin-Modell keineswegs entmündigend. Nein, es schärft ihr das Bewusstsein für Wissensdefizite und führt, so Habermas, zur informierten Urteilsbildung. Dagegen leidet die Qualität der digitalen Medien an den mangelnden Qualifizierungen der Autorinnen, die oft eher enthemmt agieren, als dissonante Meinungen diskursiv zu behandeln. Es dominiert eine gewisse Einfarbigkeit der Meinungen. Diese Monochromie ist auch Ergebnis der Empfehlungen, zum Beispiel von Videos durch YouTube. Empfohlen werden Inhalte, die der Nutzer oft in seinem Verlauf suchte. So wird das dem Nutzer empfohlen, was ihn vermeintlich interessiert. Für Habermas ist diese Einfarbigkeit jedoch eher Folge der mangelnden Qualifikation der Autorinnen. Was passiert nun unter diesen Vorannahmen? Effekte sind auf der einen Seite eine Fragmentierung der politischen Willensbildung, auf der anderen Seite eine Entgrenzung.
Die Entgrenzung der Kommunikationsverläufe bündelt Nutzergruppen um Themen oder Personen in einer zentrifugalen Bewegung. Gleichzeitig schotten sich diese Kommunikationsbündel voneinander ab. Das heißt, die politische Öffentlichkeit fragmentiert. Die Öffentlichkeit gerät in eine politische Wagenburg-Mentalität. Gruppen stehen sich schweigend gegenüber, grenzen sich aus und werden ausgegrenzt. Die Öffentlichkeit desintegriert